Moin, der Wolfgang vom schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording, mit Spielwaren Mondenkind. Und heute einem schon fast Klassiker von uns, Lobo 77. Ein kurzweiliges Kartenspiel im Zahlenraum von minus 10 bis 77 und mehr. Allerdings verlierst du dann diesen Lebenspunkt. Und wie das funktioniert, zeige ich dir. Nämlich so. Bei Lobo 77 haben wir Spielkarten mit Zahlen drauf. Jeder Spieler bekommt am Anfang 5 Karten und spielt der Reihe nach, sobald er an der Reihe ist, auf einen gemeinsamen Ablagestapel, der sich in der Mitte des Tisches befindet. Dabei addieren wir die Zahlen, die wir legen, zu den Zahlen bzw. der Summe, die da schon liegt. Das heißt beispielsweise 2, 5, 49, 53, 63 und so weiter. Das Besondere: bist du mit der Zahl, die du hier produzierst, mit der Summe auf 77 oder mehr gekommen, verlierst du einen deiner 3 Lebenspunkte. Ziel des Spiels besteht natürlich darin, derjenige oder diejenige zu sein, welcher am Ende überhaupt noch Lebenspunkte hat, weil nur der gewinnt das Spiel. 2 Sonderkarten hat das Spiel. Die erste Sonderkarte, es wird andersherum weitergespielt. Und die zweite Sonderkarte, der nächste Spieler, der an der Reihe ist, muss 2 Karten spielen. Und die erste davon darf keine von diesen beiden Sonderkarten sein. Das kann gerade im 70er Raum schon mal die ein oder andere existenzielle Frage aufwerfen. Ja, und dann gibt es noch eine Art Lebenspunkte zu verlieren. Und zwar, wenn es dir gelingt, hier in der Mitte eine Schnapszahl zu konstruieren. Wenn die Summe also 11, 22, 33, 44 lautet, verlierst du ebenfalls einen Lebenspunkt. Aber an der Stelle ist die Runde noch nicht vorbei. Okay, soweit so gut, das waren die Spielregeln. Jetzt geht's in medias res. So, jeder Spieler bekommt am Anfang 5 Spielkarten auf die Hand. Ganz wichtig, haben wir eine Karte abgelegt oder auch 2, je nachdem, gilt es, eine Karte nachzuziehen. Mache ich das nicht, tja, spiele ich halt mit weniger Karten weiter. Das wird schon gut gehen. So, ich würde vorschlagen, Spieler links vom Geber beginnt. Leg bitte eine Karte und nenn uns die Summe. 10. Sehr gut. Und dann kommt eine Karte da drauf und das wird dann dazu addiert. 19. Sehr gut. 29. Großartig. 37. Oh. 37. 48. Ja, schade, ihr habt alle vergessen zu ziehen. Ich hätte es euch auch sagen können, das war mein Fehler. Entschuldigung. 38. Das ist ein bisschen feige, aber okay. 38. Ja, sieht man sofort, Mathe LK. 38 plus 6 macht 44. Vielen Dank für diesen Lebenspunkt. Dankeschön. Du bist dran. 48, wunderbar. Ach, guck an die Karte. 48, ja, ja. 56. 65. 65. Du darfst 2 legen. Die erste muss eine Zahl sein. 65. Ja. Und? Ja, man muss loslassen können. Ja. 70. 70, also, ja. 70. Und? 120. Ja, genau. Und welche Zahl dürfen wir nicht erreichen? Die 77. Sehr schön. Ja, damit verlieren wir auch wieder einen Lebenspunkt. Es gibt neue Karten. So. Jetzt für alle, die das jetzt hier nicht sehen. Es spielen hier gerade 3 Männer gegen 2 Frauen. Und die beiden Frauen haben jeder einen Lebenspunkt verloren. Das hat bestimmt nichts zu sagen. Nein, das hat nichts zu sagen. Nein. Das heißt, dass es bei den Mädels eine größere Entwicklungsmöglichkeit gibt. Jeder Spieler bekommt 5 Karten. So, und dann spielen wir die Runde 2. Der Startspieler wechselt im Uhrzeigersinn. Bitte. So, eine Karte legen und die Summe nennen, bitte. 76. Das ist eine ganz linke Nummer. Das ist 76, ja. Und? Ja, jetzt aber. 66. Genau, und 66 ist was für eine Zahl?
eine Schnapszahl und wir nehmen einen Lebenspunkt. Großes Kino, Respekt. Allein vom Unterhaltungswert der 8 könntet ihr sie sehen. Ja, 66? 66. Dann sind wir wieder bei 76. 76, ja. Und du bist nochmal dran bei 76? Ja. Zählt mir mal 2 als 0? Die darfst du. Ja, natürlich, natürlich. Okay, das zählt uns nicht. Dann würde ich es einfach nochmal weitergeben. Ah, so, okay. 76. Oh, du darfst 2 legen bei 76. Die erste muss eine Zahl sein. Guckst du deiner Tochter gerade in die Karten? Sag mal, geht's doch? Nein, nein, nein. 76, 76. Ach ja, schön, prima. Und noch einmal. Ein Lebenspunkt, vielen Dank, wir waren drüber. Ja, und ich würde sagen, ich greife dem Ergebnis schon mal vor, ich bin ganz sicher, da geht noch was. Ach komm, eine Runde. Wir sollten vielleicht die Reihenfolge wechseln, wie wir spielen. Eine Runde machen wir noch, ja, komm, eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. So. Müssen auch so. Und diesmal darf ich als Erster auflegen. Ich habe jetzt aber nichts gesagt, ne? Nein. Ich habe jetzt nichts gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. Nein. Nein. Das Spiel ist cool. Ja, das kann man so laut sagen. Okay. Bitte schön, jetzt beginnst du. So, eine Karte legen und die Summe nennen, bitte. 9. Sehr schön. 14. So kann man das sehen. Ja. 17. Ach, sie ist so emotional, ne? Danke. 72. Respekt, Respekt. 72 und du darfst 2 Karten legen. Ja. 72, 72, 76 und noch eine Karte. Und 76. Ja, sehr gut. 2 Karten ziehen? 2 Karten ziehen. Du hast ja auch 2 Karten gelegt. Ja. 76. Das musst du nicht leid tun. Guck mal hier. 76 okay. Und du bist nochmal dran. Das musst du nicht leid tun. Okay, ich gebe es zurück. Ach nee, guck mal, dann darfst du 2 legen bei 76. Was hast du gesagt? 76 und. Ach, ist das schade. Ja, und so weiter. Und so weiter und so weiter. Und wer als letztes noch Lebenspunkte hat, weil man kann das auch wunderbar zu zweit spielen, ja, der hat das Spiel gewonnen. Ja, und normalerweise reicht mir ein Lebenspunkt. Das sieht aber so blöd aus, wenn ich nur einen nehme und die anderen kriegen alle 3. Deswegen nehme ich immer 2 Solis mit dabei. Ja, das lasse ich jetzt so stehen. Alle, die das schon mal mit mir gespielt haben, wissen, was ich meine. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald, euer Wolfgang. Ciao, ciao.